Aus dem Chaos. Anki, in meinem ersten Video habe ich bereits erwähnt, dass vielen Menschen ein Fehler unterläuft, wenn sie im ersten Satz der Genesis die Worte Himmel und Erde interpretieren. Wir reden hier von Materie, Ki, und Antimaterie, An, Erde und Himmel. Die Luft ist das Bewusstsein, der Geist. Die Erde ist die physische Materie. Im germanischen Mythos ist es Jimir, aus dem der Himmel und die Erde geformt wird. Jimir wurde von der Urku gefüttert. Die Urku spielt auch eine Rolle in den persischen und vedischen Traditionen. Jimir wird getötet von Odin, Willi und Weh. Odin ist gleichzusetzen mit dem biblischen El. Das erkennt man wunderbar an den Epithets, welche beide teilen. Und daran, dass sein rechtes Auge fehlt. Das ist ja eine Sache, welche auch über El gesagt wird. Willi und Weh bilden zusammen mit Odin die germanische Version der männlichen Dreifaltigkeit. Sie sind Enlil und Enki zu Anu, die zwei Gesichter von Janus. Odin und seine zwei Brüder, Willi und Weh, formten aus dem weiblichen Teil Jimirs die Erde, Ki, und aus dem männlichen den Himmel, Anu. Am Anfang, als weder Himmel noch Erde waren, schwebte der zweigeschlechtliche Riese Jimir im Weltall. Weder Sand noch Materie existierte, sondern nur eine leere Kluft. Schau, du Sohn des Geistes, du Leuchtender, welcher durch deine Natur alle Farben glänzen lässt. Du, die Erste, die dem Geist erschienen ist, nimm dich mit deinen vier Augen wahr, die in alle Richtungen schauen. Jimir, zweigeschlechtlich aus Anu, Antimaterie und Ki-Materie, Phanis, Uranus und Gaia. Getrennt wurde Phanis durch den Äther, Kronos. Es herrscht oft Verwirrung darüber, warum Kronos Zeit und Kronos der Titan so ähnliche Namen haben. Der Odin, Willi und Weh, welche Jimir spalten, sind Kronos, die Zeit, die Elohim, welche Himmel und Erde erschaffen, am Anfang der Bibel. Der spätere Odin ist Kronos, Saturn, also El. Kronos ist aber nur ein Gefühl. Zeit entsteht durch die Wechselwirkung von Bewusstsein und Materie. Dieser El war nur von kurzer Dauer, der erste El des Universums. Jimir selbst, Phanis, das ist selbstspaltende Gott, das Uratom. Es ist schon dämlich. Alles bisher war diese Stelle nur erzählt aus unterschiedlichen Kulturen. Ich habe noch keinen Schritt nach vorne gemacht, wir sind immer noch bei der Spaltung des Eis, bei dem Uratom. Ob Bibel oder Mythos der Griechen, Ägypter, Inder, Indianer, Germanen, im Endeffekt beginnt alles gleich. Hatte Carl Gustav Jung vielleicht doch recht? Ist Religion ein Konstrukt aus dem menschlichen Unterbewusstsein, das Sachen weiß, die wir eigentlich gar nicht wissen könnten? Aber da unser Unterbewusstsein aus dem Allbewusstsein entsprungen ist, da wir aus dem Uratom entstanden sind, haben wir noch das Wissen darüber, wie alles angefangen hat. Aus dem Nichts entstand die Antimaterie und Materie zerschmolzen zu einer Masse. Alles was war, war, der Traum, die Traumschlange, Ouroboros, die Unendlichkeit, verschlingt ihren eigenen Schwanz. Doch dann trennten sich Bewusstsein und Materie. Ein Knall, ein Licht, es war, der Traum war Realität und Fantasie existierte. Da das Bewusstsein eins war und die Materie eins, gab es jedoch nur eine Wechselwirkung zwischen Materie und Antimaterie. Eine einzige, das bedeutet, Zeit verlief linear. Doch als sich die Materie und Antimaterie spalteten und sich als einzelne Klumpen von Spirit und Materius wiederverbanden, begann die Zeit anders abzulaufen. Wir schaffen Zeit mit unseren Gedanken. Als nur ein Gedanke gedacht wurde, verlief die Zeit unglaublich langsam. Danke fürs Zuhören, das ist der erste Teil des Finales. Im nächsten Teil behandeln wir dann endlich die heilige Kuh und den Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Energien. Bis dann.